25. Das Gute am Montagabend, dachte IAM, war, dass sein beschissener Kopf nicht funktionieren musste. Er musste keine Hände und Arme koordinieren, brauchte kein Gedächtnis oder Lesefähigkeiten, damit er in einem heißen Herd Essen kochen konnte. Er konnte einfach hier in diesem Büro sitzen und auf den Papierkram starren. Natürlich war das Schlechte daran. Alles, was er tat, war, hier zu sitzen und auf den Papierkram zu starren. »Scheiße«, sagte er, lehnte sich nach vorn und stützte den Kopf in die Hände. Als die Alarmanlage dezent piepte, blickte er auf. Der Personaleingang hinten öffnete sich und er griff unter die Tischplatte und legte die Hand um den Griff der 9 mm, die versteckt dort angebracht war. Doch er wusste sofort, wer da kam. Andererseits hätte er den Geruch seines Bruders überall erkannt. Truss Statur auch. IAM zog die Hand zurück und richtete sich auf dem Stuhl auf. Truss? Dumm, den Namen zu sagen. Aber er war erleichtert. Jedes Mal, wenn er ihn sah, war es eine Erleichterung. Eine überlebte Nacht mehr. Einen Tag mehr überlebt. »Kann ich reinkommen?«, fragte der Kerl, als die Tür hinter ihm ins Schloss fiel. »Du bist jederzeit willkommen. Überall, wo ich bin.« »Bist du dir da so sicher?« »Bis ins Mark, mein Bruder.« Truss kam auf ihn zu und es lag kein Zorn in seiner Miene, aber auch sonst kein Ausdruck in diesen vertrauten Gesichtszügen. Ihn umgab eine Stille, die unheimlich war. »Was ist passiert?«, fragte IAM. Sein Bruder blieb einen Moment im Türrahmen stehen. Dann trat er ins Zimmer und setzte sich auf den Stuhl vor dem Schreibtisch, stellte die Ellenbogen auf die Armlehnen und legte das Kinn auf die verschränkten Hände. IAM kannte diese Pose. Also lehnte er sich ebenfalls zurück. »Sag mir, wenn du bereit bist«, erklärte IAM leise. Es dauerte lange, bis sein Bruder das Wort ergriff. Und als es schließlich soweit war, spielte Truss mit den Fingerspitzen an der Schreibtischkante rum, als wäre er sehr nervös. »Wenn etwas nicht ewig weitergehen kann, wird es enden.« Während sich in IAM alles zusammenzog, zuckte Truss mit den Schultern. »Das ist eine Theorie aus der Wirtschaft, die auch auf viele andere Dinge übertragbar ist.« »Ich weiß, was das ist. Wie du die Theorie anwendest, macht mir Sorgen.« »Mir nicht.« Seine schwarzen Augen blickten kurz hoch. »Es geht mir gut.« IAM wollte nicht widersprechen. Davon hatten sie in letzter Zeit wirklich mehr als genug gehabt. Aber er wusste nicht recht, ob diese Einschätzung richtig war oder ob sein Bruder überhaupt fähig war, das zu beurteilen. Es war allerdings besser als eine Menge anderer Optionen. »Möchtest du mit Mary reden?«, platzte IAM heraus. Truss lächelte leicht. »Das werde ich in letzter Zeit häufig gefragt. Reef, du, weil wir uns Sorgen um dich machen. Ich bin nicht selbstmordgefährdet. Ehrlich.« Gerade als IAM sich bemühte, seine Überraschung zu verbergen,
sah Truss auf und zuckte die Schultern. »Bin ich einfach nicht. Ich behaupte nicht, dass ich es nie war oder nie wieder sein werde. Ich bin es im Moment einfach nicht. Und nach der Scheiße, die ich durchgemacht habe, kann ich dir nicht mehr versprechen. Und mir selbst auch nicht. Ich würde es nicht ertragen, dich zu verlieren.« Aya musste sich räuspern. »Jetzt nicht. Und auch sonst nie.« Truss rieb sich das Gesicht, als machten ihm seine Augen Probleme. »Der ganze Mist wegen Therese tut mir leid. Du weißt schon, gestern Nacht und davor. Mir auch. Und ich hätte... Du hattest recht. Ich hab mich geirrt.« Iam schüttelte den Kopf, fingerte an den Papieren vor sich herum, bereute alles an dem Streit, aber nicht so sehr, wie er die Wahrheit betrauerte. »Ich möchte nicht recht haben. Mit gar nichts davon. Es war nur, weil ich es glauben wollte. Du weißt schon, dass sie wieder da ist.« Truss deutete auf seine Brustmitte. »Der Schmerz hier drin. Ich meine, er ist nicht so schlimm wie am Anfang. Aber das Problem ist, dass dieser giftige Druck niemals nachlässt. Er ist immer da, immer bei mir. Wie es die Liebe zu ihr war, ist es auch die Trauer über ihren Tod. Direkt hier. Jede Sekunde der Nacht und in sämtlichen Stunden meines beschissenen schlechten Schlafes am Tag. Und ich denke, das macht einen irgendwie verrückt. Verstehst du?« Er fasste sich an den Kopf und fuhr fort. »Hier oben. Es funktioniert nicht mehr so gut. Und ich habe erst jetzt kapiert, wie schlimm es war. Aber ich glaube, ich hab's schon irgendwie gespürt. Deshalb habe ich die Beherrschung verloren, als du meine Wahnvorstellungen angesprochen hast.« Iam dachte zum millionsten Mal über das Ausmaß des Leides seines Bruders nach. Es war ihm immer unüberwindbar erschienen. Unerträglich. Und jetzt, wo Iam Mation hatte, war es unabsehbar. Er konnte sich nicht vorstellen, seine Gefährtin zu verlieren. »Ich glaube, ich war einfach verzweifelt«, sagte Truss. »Ich will unbedingt, dass dieses Gefühl aufhört. Und das kann nur passieren, wenn Selena zurückkommt. Also habe ich mich selbst davon überzeugt. Naja, wir haben es ja besprochen.« »Das alles tut mir so leid für dich.« Iam rieb sich die brennenden Augen. »Ganz ehrlich, immer schon. Ja, naja, es ist, wie es ist. Wie kann ich dir helfen? Was kann ich tun?« Truss schwieg eine Weile, dann schüttelte er den Kopf. »Der Einzige, der über dieses Nagelbett gehen kann, bin ich. Aber einfach hier bei dir zu sein und zu reden, hilft auch schon. Und es bedeutet mir wirklich sehr viel.« Bevor Iam etwas erwidern konnte, klatschte Truss mit den Händen auf seine Oberschenkel. Ein deutliches Zeichen, dass das Gespräch für ihn beendet war. Was verständlich war, fand Iam. Worte brachten nur bis zu einem gewissen Punkt etwas. Den Rest musste die Beziehung tragen, die sie immer gehabt hatten.
und immer haben würden. »Also«, sagte Truss unvermittelt, »was gibt's bei dir Neues? Mir fällt gerade auf, dass ich das lange nicht gefragt hab.« Ian blinzelte ein paar Mal, dann senkte er den Blick. »Ach, du weißt schon, wie immer. Wie geht's, Mädchen?« »Sie ist schwanger. Was verdammt nochmal wunderbar und tierisch beängstigend ist.« »Sie, ihr geht's gut.« »Wirklich?« »Oh, ja. Wenigstens haben das die Priester gesagt. Aber was wissen die schon?« »Alles prima.« Eine weitere Pause entstand. »Und warum blutest du dann jetzt?« Ayem blickte stirnrunzelnd auf seine Hand. Und tatsächlich hielt er einen Kuli so fest umklammert, dass er ihn in der Mitte durchgebrochen hatte und sich die spitzen Teile in seine Handfläche bohrten. Rote Tropfen fielen auf die Unterlagen und befleckten Rechnungen, Zahlungen, Terminpläne. »Sag mir doch einfach, was los ist«, forderte sein Bruder ihn auf. Während Truss zusah, wie sein engster Blutsverwandter auf den Schreibtisch blutete, bekam er zum ersten Mal ein Gefühl dafür, was er ihn seit Selenas Tod gekostet hatte. Und dicht hinter dieser Erkenntnis kam die, dass er immer nur genommen hatte. Genommen und genommen. Und auch wenn sein Narzissmus immer ein Produkt der Umstände und seines Pechs gewesen war, zählte das ja wohl nichts, wenn Ayem etwas brauchte. Nur weil das Ungleichgewicht verständlich war und unter Umständen verzeihlich, hieß das verdammt nochmal nicht, dass das hier eine Party war. Jetzt wirkte sein Bruder auf der anderen Seite des Schreibtisches wie ertappt. Ein unsichtbarer Käfig hatte sich um ihn geschlossen. Er hielt den Blick gesenkt und machte nicht den Anschein, als würde er daran irgendetwas ändern wollen. Und, ach ja, er blutete noch immer an der Hand und tat nichts dagegen. »Sie ist schwanger«, sagte Truss. »Nicht wahr?« Ayems Blick schoss hoch, und sein Schweigen war ihm Antwort genug. »Heilige Jungfrau«, sagte Truss mit einem breiter werdenden Lächeln. »Wirklich? Du bekommst Nachwuchs? Das ist unglaublich!« Ayem war das Staunen über die Glückwünsche deutlich anzusehen. Noch so ein Punkt, den Truss auf seine Reueliste setzte. »Hey, ich freue mich ehrlich für dich.« Er beugte sich über den Tisch und nahm seinem Bruder den zerbrochenen Stift aus der Hand. »Ich freue mich so für euch beide.« »Ich wollte es dir nicht sagen.« Truss öffnete den Mund, um sich nach dem Grund zu erkundigen. Aber das wären zwei rhetorische Fragen in genauso vielen Minuten gewesen. Nicht wahr? »Naja, ich bin froh, dass du es getan hast.« Truss griff in seine hintere Hosentasche und zog ein Seidentuch heraus. Er drückte es auf die Wunde und merkte, dass er kurz davor war, in Tränen auszubrechen. »Das gibt mir einen Grund zu leben.« Ayem holte tief Luft. »Ich möchte, dass du ihr Ward wirst.« »Ist es eine Tochter?« Truss blinzelte.
und dann musste er unwillkürlich wieder lächeln. Eine Tochter. Und ja, ich möchte gern ihr Ward sein. Das ist mir eine Ehre. Ich möchte auch niemand anderen als dich dafür. So saßen sie eine Weile da, während sich die Wunde schloss, und Truss staunte. Während er die Hand seines Bruders hielt und sich um seine Verletzung kümmerte, während er über das Glück lächelte, das Mation und I Am wiederfuhr, spürte er etwas in seiner Brustmitte, das den Schmerz linderte. »Das ist echt«, dachte er bei sich. Und dieser Moment, dieses Hier und Jetzt, war das erste Stück seines Lebens seit dem Tod seiner Schellen, das nicht schmerzte. Eine nächste Generation, geboren aus Liebe, geboren in die Liebe. Ich kann es kaum erwarten, meine Nichte kennenzulernen, sagte er rau. Iams Lächeln war kurz und kaum wahrnehmbar, wie es seiner Art war. Er war immer der Ruhige gewesen, der Bescheidene, der Zurückhaltende. Als hätte er eine Wahl gehabt. Truss war immer die Marschkapelle auf dem Weg über die Klippe gewesen. Zu viel Lärm, als dass außer ihm noch jemand Platz gehabt hätte. »Und sie wird ihren Onkel lieben«, sagte Iam mit heiserer Stimme. »Dafür werde ich sorgen.« »Du wirst nicht allzu hart dafür arbeiten müssen.« Truss hob das Taschentuch an, um darunter zu spähen. »Gleich ist es wieder wie neu. Ich habe nicht mal bemerkt, dass ich den Stift zerbrochen habe.« Dann fragte Iam, als wollte er keine weiteren Gefühlsduseleien mehr. »Und was hat dich hergeführt? Nur ein bisschen plaudern?« »Naja, das. Und ich brauche was zu essen. Für Therese und ihren Vater und Bruder. Ihre Mom ist bei Havers auf der Intensivstation. Sie müssen was essen.« Als Iams Kopf hochruckte, schüttelte Truss den seinen und schaute noch einmal unter das Taschentuch. »Und bevor du fragst«, sagte er, »ja, ich werde mit ihr reden. Ich werde ihr alles erklären. Du könntest dich wieder verlieben. Weißt du, ich dachte, du wolltest nicht, dass ich mit ihr zusammen bin.« Iam hob den Zeigefinger. »Ich will nicht, dass du mit ihr zusammen bist, solange du sie für jemand anderen hältst.« »Ist sie aber. Jemand anderes, meine ich. Naja, wenn du soweit bist, falls das jemals der Fall sein sollte, kannst du es vielleicht versuchen. Wenn nicht mit ihr, dann mit einer anderen.« »So kann ich im Moment nicht denken.« »Ich weiß. Und ich mache dir keinen Vorwurf.« Iam stand auf und bewegte probeweise die Hand. »Bis dahin koche ich für sie und ihre Familie. Und sie bekommt das allerbeste Essen, das sie je hatte.« Kaum 10 Minuten später stand Iam am Herd, die verletzte Hand in einem Handschuh, und diverse Gewürze rieselten in leise vor sich hinsimmernde Soßen. Er kochte wie der Profi, der er war. Denn jetzt war er nicht mehr abgelenkt, und die Gerüche waren himmlisch. Was gab es Besseres? Während Truss auf einem Hocker saß und zusah,
fiel ein Teil der Anspannung von ihm ab. Obwohl er wusste, sie würde wiederkommen, sobald es Zeit war, ins Krankenhaus zurückzukehren und Therese wieder zu sehen. Hey, na sowas. Er konnte ihren Namen inzwischen denken, ohne zu zögern. Super, gut gemacht. Mist, er musste wirklich mit ihr reden. Aber war das angebracht angesichts des Zustands ihrer Mom? Ach so, sagte er. Therese bleibt bei ihrer Mom, also bei Havers, bis sich die Lage klärt. Iam begann, ein Bund frisches Basilikum zu schneiden. Sag ihr, sie soll sich so lange Zeit nehmen, wie sie für diese traurige Sache braucht. Das mache ich. Halt ihr einfach die Stelle frei, wenn du kannst. Sie braucht den Job. Der ist ihr sicher, solange sie ihn haben will. Truss dachte an all die Dinge, die er ändern würde, wenn er könnte. Es gab so vieles. Aber dass sich diese Frau in Selena verwandeln möge, gehörte nicht dazu. Er hatte diese Fantasie 10 Minuten lang gelebt. Und alles, was er damit erreicht hatte, war die Aussage seines Bruders zu bestätigen. Jemand, der etwas Besseres verdiente, würde verletzt werden. Und es wäre Truss schuld. Sie spart, um aus dem Loch ausziehen zu können, in dem sie wohnt, hörte er sich sagen. Sie will es allein schaffen. Vielleicht war das jetzt aber anders. Wenn sie sich mit ihrer Familie versöhnte, würde sie vielleicht mit ihnen nach Michigan zurückgehen. Sicher würden sie in ihre Heimatstadt dort zurückkehren. Nein, warte. Sie hatte gesagt, ihre Eltern wollten wegen der Gesundheit ihrer Mom umziehen. Irgendwo nach Süden. North Carolina? South Carolina? Der Gedanke, sie könnte Caldwell verlassen und er würde sie nie wiedersehen, versetzte ihm einen schmerzhaften Stich. Aber er traute dem Gefühl nicht. Er vertraute keinem seiner Gefühle mehr.